Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Aufarbeitung der Reihe Schach der Großmeister, der berühmten Sendung im Westdeutschen Rundfunk, die noch bis vor ungefähr 20 Jahren lief. Damals immer kommentiert von den Großmeistern Helmut Pfleger und Wladimir Hort, zu später Stunde allerdings immer im Westdeutschen Rundfunk. Wir erinnern uns an das letzte Video 1991, traf Gerald Hertnick mit Schwarz auf Judith Polgar, gewann, war eine französische Partie, also eine Partie, in der die französische Eröffnung gespielt wurde. Hertnick war ja ein Experte in dieser Eröffnung. Und im nächsten Jahr, 1992, und da sind wir jetzt, traf er wieder mit Schwarz auf Matthias Walz, einen jungen deutschen Großmeister, damals 23, 24 Jahre alt. Hertnick inzwischen 28 oder 29 Jahre alt. Gehen wir rein. Ihr könnt natürlich auch, das erwähne ich dann immer in jedem Video, was ich aufbereite zu dieser Reihe, das Original könnt ihr auch sehen auf YouTube. Die Sendungen von damals wurden alle hochgeladen. Einfach Schach der Großmeister und dann das Jahr eingeben, das ihr möchtet, das ihr sehen möchtet, die Partie von dem Jahr sehen möchtet, und dann findet ihr das entsprechende Video auf YouTube. Das ist eine interessante Reise in die Vergangenheit, ich nenne es mal so. So, das war natürlich alles im Vorcomputerzeitalter und dementsprechend läuft die Partie hier ein bisschen anders als das, was wir heute immer wieder sehen. E4, E6, wenig überraschend, französische Verteidigung. Damals haben die Großmeister nicht mal soeben die Eröffnung gewechselt. Im Vorcomputerzeitalter konnte man eine Eröffnung sehr, sehr lange spielen. Es war nicht so, dass man ständig überrascht wurde mit irgendwelchen neuen Zügen oder super tiefen Analysen. Da konnte man wirklich sehr, sehr lange an einer Eröffnung festhalten. D4, D5, Springer C3, Läufer B4. Das gleiche wie gegen Judith Polgar, ne, im Jahr zuvor. E5, Hauptvariante, Springer E7, A3, greift den Läufer an, Läufer schlägt C3, BC3 und hier C5. Das ist genau die gleiche Stellung wie gegen Polgar. Ich glaube, Polgar hat jetzt hier Dame G4 gemacht, den Hauptzug. Mit Angriff auf G7, aber Walz hatte hier was anderes vorbereitet, Springer F3. Ich meine, dass der, vielleicht kennt ihr ihn, Robert James Fischer, hat das häufig gespielt, glaube ich, Springer F3. Einfache Entwicklung, ne? Ja. Danach kommt der Läufer raus, kurz Rochade ist der Plan, normaler Entwicklungszug. Schwarz spielt B6, sehr logisch. Möchte hier über A6 seinen schwachen Läufer tauschen, den typischen französischen Läufer, der hier natürlich eingesperrt ist. Weiß verhindert das erstmal mit Läufer B5 Schach. Lockt den Läufer nach D7. Ja, König F8 machen wir nicht. Und den Springer nach C6 stellen oder nach D7 machen wir auch nicht. Läufer D7. Wir möchten natürlich den Läufer tauschen. Wir haben jetzt den Läufer nach D7 gelockt und jetzt geht man zurück mit dem Läufer nach D3. Ein ganz bekanntes Manöver. Sehr interessant, wenn man das natürlich mit... Ich habe es natürlich mit Stockfish analysiert, mit der neuesten Engine hier, 30 Jahre später, 15.1. Die schwebt natürlich in ganz anderen Sphären. Die schlägt sogar Läufer C8 hier vor. Das wurde ein paar Mal gespielt sogar. Mit dem Tempo weniger die Variante spielen mit Schwarz, aber wieder hier mit Läufer A6 den schwachen Läufer tauschen. Sehr, sehr interessant. Hertnick spielte hier H6. H6. Deckt das Feld G5, damit man hier Springer G5 vor allen Dingen verhindert. Ne? Gibt hier manchmal so Ideen wie Springer G5, Dame H5. Ne? Muss man aufpassen. H6, Prophylaxe. H4, ganz, ganz typischer Zug in der französischen Verteidigung, gerade in dieser Wiener Variante oder Struktur, nehmen wir es mal. Zentrum ist hier geschlossen erstmal. Und es gibt hier zwei typische Bauernvorstöße am Rand. A4. Oder H4. Beides mit der Idee, Raum zu gewinnen. A4 hat noch die zusätzliche Idee, dass der Läufer eventuell über A3 ins Spiel kann. Natürlich auch A5 ist auch eine Idee eventuell. H4, ganz, ganz, ganz typischer Zug in dieser Struktur. Raumgewinn am Königsflügel. Geht hier weiter mit Springer BC6. Entwicklung. Im Übrigen ein typischer Französisch-Zug hier. Ist Läufer A4. Den Läufer hier hinstellen, ich mache mal blau, blockiert den A-Bauern, dadurch kommt der Läufer nicht raus. Und der Läufer macht die ganze Zeit Druck gegen den Bauern C2. Sehr, sehr lästig, dieser Läufer auf A4.
Ganz, ganz typisches Motiv. Springer BC6, okay. Jetzt spielte Weiß Rochade. Ein bisschen überraschend. Ich hätte wahrscheinlich H5 hier gemacht, flexibler. Erstmal hier den H-Bauern weiter vorschieben, das Feld G6 so ein bisschen weiter kontrollieren und sich dann offen lassen, wohin mit dem König. Wobei Rochade natürlich nicht falsch ist. Jetzt C4, auch ein typischer Zug. Läufer E2 zurück. Jetzt ist das Zentrum hier geschlossen. Na? Und ganz, ganz schwierig jetzt hier. Wo sind die Hebel? Man muss auf den Flügeln ausweichen. Schwarz hat hier einen klassischen Hebel mit F6. Weiß hat hier A4, A5 einen Hebel und vor allen Dingen F4, F5. Aber das dauert natürlich eine kleine Ewigkeit, bis ich hier F4, F5 gespielt habe. Ein weiterer Hebel ist G4, G5. Allerdings G4, G5, wenn Schwarz lang rochiert, kommt eher nicht in Frage. Ne? Ich würde gerne G4, G5 spielen, wenn der schwarze König kurz rochiert. Und siehe da, Hertnick rochierte kurz hier. Das ist fragwürdig. Läuft so ein bisschen in den Angriff hinein. Ein ganz typischer Plan ist hier übrigens auch Dame C7 und dann lange Rochade hier. Zum Beispiel A4, lange Rochade, Läufer A3. Ich denke, das Weiß hier schon etwas besser steht mit dem Läufer hier nach D6 eventuell. Aber hier hat man so dieses typische französische Gegenspiel am Königsflügel. Ne? Eventuell F6, G5 hier mal spielen. Und ja, auf Praxis, auf praktische Chancen spielen. Kurze Rochade, kurze Rochade stattdessen. Idee von Schwarz ist hier F6 zu spielen, das weiße Zentrum zu attackieren, logisch. Aber dagegen kann sich Weiß sehr gut aufstellen. Springer H2 ist hier ein sehr interessanter Zug, ein guter Zug. Den hat Matthias Wals damals auch in irgendeiner Analyse vorgeschlagen. Ich habe eine alte Analyse gefunden in der Megabase von Chessbase zu dieser Partie, hoffnungslos veraltet in jeglicher Hinsicht. Da wurde aber Springer H2 erwähnt und das ist ja Springer H2, da, das ist gut. F6, EF6, Turm F6, Springer G4. Und der Springer steht hier super, kontrolliert Feld E5. Und hier steht Weiß definitiv besser. Ne? G3 hier gleich, A4 mit dem Läufer raus. Gibt viele Möglichkeiten. Oder Läufer F4, das ist auf jeden Fall besser für Weiß. Ich zeige euch mal bei dem Zug den Stockfisch hier empfiehlt. Nicht besonders menschlich, aber sehr logisch. G4. Das ist ein Hammerzug. F6, schlagen, Turm F6. Der Turm muss ja schlagen, weil der Läufer auf C1, H6 angreift. Turm F6 und hier G5. HG5, Läufer G5 und ja, Turm F8. Und der Springer ist gefesselt auf E7, deswegen geht hier H5 sehr stark mit der Idee Springer H4. Und der Läufer deckt dann H5 und Weiß hat hier echt gute Kontrolle, Dominanz hier am Königsflügel aufgebaut. Klaren Vorteil. Der weiße Läufer geht nach G4 noch, Dog gegen E6. Sieht richtig gut aus. G4 ist schon ein harter Zug hier. Aber Weiß spielte was ganz anderes. Er spielte Turm E1. Jetzt kann aber Schwarz F6 spielen. Immer noch EF6, Turm F6, Springer H2. Interessant mit der Idee Springer G4. Aber Weiß spielt Läufer F1. Gruppiert den Läufer um. Lässt aber jetzt dieses Schlagen auf E5 zu. FE5, Springer E5, Springer E5, DE5. Und hier entsteht natürlich ein Bauer, der neigt zur Schwäche. Na, er ist ein bisschen isoliert. Klar, er kann später mit F4 gedeckt werden, aber dann schwächt man die schwarzen Felder immer mehr. Die schwarze Struktur gefällt hier besser, definitiv. Jetzt und in der Folge hat Schwarz hier immer diesen Zugläufer A4. Mit Druck gegen C2. Der ist sehr, sehr lästig, weil die weiße Dame dann den Bauern bewachen muss. Die weiße Dame möchte man lieber für andere Dinge einsetzen, als diesen dämlichen Bauern auf C2 zu decken. Aber Schwarz verzichtete die ganze Zeit jetzt auf Läufer A4. Dame E8, auch ein sehr logischer Zug. Möchte hier die Dame aktivieren. Okay, H5 geht nicht, G6, F7 natürlich. Ab zum Königsflügel. Erinnert so ein bisschen an die Partie auch gegen Polgar. Ne? Turm E3. Interessanter Zug. Die Idee ist, auf Springer F5 mit Turm H3 zu reagieren und dann G4 hier. Gute Idee, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt spielte Schwarz Turm D8. Kann man auch nichts gegen sagen. Der Turm guckt auf... Die letzte Figur wird aktiviert, die nicht richtig mitgespielt hat. Der Läufer soll eventuell hier nach C6 und dann D4, ne? Kommt eventuell mal in Betracht hier.
so oder so, der Turm wird aktiviert. Besser als auf A8. Weiter geht's mit Turm A3. Macht Platz hier so ein bisschen für den Läufer auch. G4. Dame G6. A4. Guter Zug. Jetzt, wo Schwarz die Dame von E8 weggezogen hat, ist A4 möglich. Solange die Dame auf E8 stand, kontrollierte Schwarz das Feld A4. Der Bauer konnte nicht vor. Jetzt aber A4. Macht den Weg frei für den Läufer hier. Ganz wichtige Route für den Läufer. Dieser Läufer auf C1, ihr merkt es, der hat noch nicht gezogen. Der Läufer auf F1 schon. Der ist wieder zurückgegangen. Aber dieser Läufer hier, dieser Schwarzfeld, das ist natürlich eine Macht in dieser Struktur. Schwarz hat ja seinen Schwarzfeldläufer früh getauscht. Hat dafür die Struktur des Gegners geschwächt. Das ist ja die Idee. Weiß hat aber diesen schwarzfeldringen Läufer, den er langfristig natürlich aktivieren kann. Und insbesondere auf den schwarzen Feldern ist dieser Läufer natürlich extrem stark. Und da kann Schwarz wenig entgegensetzen. Schwarz hätte jetzt hier mit Dame F5 das Gegenspiel suchen sollen. Angriff auf F2, Angriff auf E5. Zwingt eigentlich hier Weiß zu F4. Was sonst? Na gut, Dame E2 wäre vielleicht noch möglich, aber dann kommt Springer G6. Nein. Also F4 ist hier im Prinzip der einzig logische Zug. Springer G6 mit Angriff. G3 und hier gibt es eine schöne Taktik. Springer schlägt E5. Das ist natürlich mit Stockfisch 15 analysiert, 30 Jahre später. Ich bin mir sicher, dass sie das damals nicht mal ansatzweise gesehen haben. Läufer, ich bin mir sicher, dass Hertneck hier Dame L5 in Betracht gezogen hat. Das ist ja ein Doppelangriff hier, ne? Das ist ein Kandidatenzug. Aber nach F4 ist nicht so klar, wie es weitergeht. Vor allem dieses Opfer hier, Springer E5, funktioniert wegen FE5, Dame F2, König 1, Dame F1 und Schwarz gewinnt. Aber Weiß hat hier natürlich einen Zwischenzug, Läufer A3 mit Qualitätsgewinn. Hier geht es weiter mit Springer G4. Jetzt müssen wir den Springer ziehen, weil der Läufer gedeckt ist auf F1, Springer G4, Läufer F8, Turm F8. Und diese Stellung hier hat mich in der Analyse sofort an die Partie Polger-Hertneck erinnert vom Vorjahr. Da hat der Hertneck auch eine Qualität geopfert. Und hier sehen wir wieder zwei ziemlich untätige Türme. Der Turm auf A3 steht schon ziemlich belämmert. Und der Turm auf A1. Ne? Also es scheint so eine Tendenz in diesen Strukturen zu geben, dass die weißen Türme nicht so einfach ins Spiel kommen. Ne? Weil das natürlich so halb geschlossene Stellungen sind, relativ lange geschlossen im Zentrum und das dauert sehr, sehr lange, bis sich Linien öffnen. Gehen wir mal zurück zur Partie. Schwarz spielte hier nicht Dame F5, sondern Läufer C6. Er liebäugelt hier mit D4 offensichtlich. Ne? Dame E2 geht aus der D-Linie. Und jetzt hätte Schwarz ruhig D4 spielen sollen. Einfach den Bauern da vorschieben. Läufer A3. Wahrscheinlich steht Weiß hier immer noch etwas besser, weil es ist halt wirklich... beide Seiten können hier noch gewinnen, die Partie. Ist offen. Ne? Stattdessen ließ sich Schwarz hier zu diesem strategischen Fehlzug hinleiten. H5. Das sieht schon nicht schön aus, weil es hier das schwarze Feld G5 schwächt. Ne? Das ist krass. Da kommt jetzt eine weiße Figur rein. Offensichtlich wollte Weiß hier G4 verhindern. Ich weiß es nicht, warum er H5 gespielt hat, ehrlich gesagt. Nee, H5, sorry. Er wollte wahrscheinlich H5 hier aus dem Spiel nehmen. Gut, dann geht aber die Dame halt weg wieder. Ne? Ich glaube, H5 hat ihn gestört. Anders kann ich es mir nicht erklären. Er spielt H5, aber jetzt ist natürlich das Feld G5 zugänglich für die weißen Figuren. Und das macht, das nutzt Wals bald aus. Er spielt erstmal Läufer A3. Der Läufer wird aktiviert, steht hier super, greift E7 an. Turm D7 und jetzt Turm G3. Greift die Dame an, Dame H7 zurück. Und jetzt erstmal Dame D2. Guckt natürlich auf die schwarzen Felder hier. Turm F7 geht aus dieser Diagonale. Jetzt Turm G5. Und das sieht schon bitter aus hier. Ne? Der H5 ist angegriffen. Der Läufer kommt gleich nach E2. Deswegen ist auch die Dame nach D2 gegangen. Alles sehr, sehr gut gesehen. Nichtsdestotrotz hätte Schwarz jetzt hier noch mit Turm F5 noch relativ viel Widerstand leisten können. Jetzt den Turm tauschen hier. Aber Schwarz spielte hier G6. Ui, G6. Und das sperrt hier die Dame auf H7 ein. Er möchte sich weißfeldrig hier aufbauen und alles blockieren, aber schwächt natürlich die schwarzen Felder enorm. Läufer E2. Hier gab es schon einen sehr, sehr starken Zug. Läufer schlägt E7. Turm D schlägt E7 und A5.
Und Weiß kontrolliert die schwarzen Felder hier enorm. Es gibt Läufer E2, B5 und dann Dame D4, vielleicht F4, G4. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Schwarz kann nur untätig zuschauen. Weiß spielt prinzipiell mit der besseren Leichtfigur. Der Läufer ist besser als dieser Läufer hier auf C6, ne? Der ja nur hinter der Bauernkette steht und null aktiv. Wenn der Läufer hier stehen würde auf F5, wunderbar, dann wäre das wahrscheinlich noch eine gute Stellung für Schwarz, aber auf C6 nicht gut. Stattdessen Läufer E2, Turm F5. Hier hätte Schwarz noch Springer F5 spielen können. Läufer H5 und hier Springer schlägt H4. Diese Taktik war noch drin, dann deckt man G6 und hier ist es völlig unklar. G3 geht nicht wegen Springer F3. Es kann Turm F5 kommen. Das ist total unklar hier. Wahrscheinlich waren sie so langsam in Zeitnot. Schwarz spielte stattdessen Turm F5 und das ist ein dicker Fehler. Hier kann Weiß schon gewinnen mit Läufer E7. Turm E7, Läufer H5, den Bauern gewinnen. Dame H5, ja gut, Turm H5, Turm Läufer E8 zurück. Ja, Turm G5, Dame G5 natürlich. Dann kann die Dame nicht nehmen, weil der Turm hängt. Also Läufer E8, Läufer G4, Turm G5, Dame G5, Weiß gewinnt einen Bauern, hat den besseren Läufer. Das ist eine technische Gewinnstellung. Stattdessen G4, aber auch G4 sollte gewinnen. HG4, Läufer G4. Ja, was soll man hier machen? Auf Turm, auf Dame H4 kommt hier ganz stark Läufer E7 zwischenzu. Turm E7, Turm, Läufer F5 schlagen, Turm G6 Schach und Weiß gewinnt. Hat schon eine Qualität mehr. Ich glaube nicht, dass wir auf C6 nehmen wegen Turm G7, aber Dame G5 sollte problemlos gewinnen hier, ne? Wenn der König wegzieht. Nach Läufer schlägt G4 kam König F7. Jetzt Läufer E7, König E7, einfach alles tauschen, Läufer F5, GF5, Weiß hat Materialvorteil, das ist jetzt ein easy win. Dame D4, König D8, A5, König C7, AB6, AB6, gut, Turm B1, Turm A7, Schach kommt natürlich Läufer B7, Turm B1 greift B6 an. Schwarz hätte jetzt B5 spielen müssen, wollte aber nach Turm A1 hier nicht, ne, die Geschichte zulassen. Es ist jetzt aber eh verloren. König C8, Dame B6 droht matt, greift den Läufer an, Läufer B7, Dame schlägt E6 und hier gab Schwarz auf, Turm G8 Schach droht, naja, weiß er doch, riesigen Materialvorteil, das ist einfach gewonnen. Also Dame A4 zum Beispiel, Turm gewinnt nicht, Turm G8 hier einfach. König C7, Dame B6 matt. Oder Dame D8 sieht die Engine noch, ja. Ja, das war die zweite französische Partie bei Schach der Großmeister 1991 und 92, jeweils mit Gerald Herneck als Protagonisten mit Schwarz. Dieses Mal verloren gegen Matthias Wals. Ich denke, es war sehr lehrreich, oder? Und habt ihr viel gelernt über die französische Verteidigung, gerade über diese Strukturen, diese Wienerer Strukturen, die heute gar nicht so viel gespielt werden, damals aber en vogue waren. Und 1993 wird dann wieder Matthias Wals spielen. Und das Video werde ich euch natürlich dann irgendwann in den nächsten Wochen präsentieren. Dann, ne? Schach der Großmeister, die gesamte Reihe, die ich aufbereite. Falls ihr die älteren Videos sehen wollt, einfach Playlist Schach der Großmeister eingeben bei mir. Findet ihr, da habe ich alle Analysen reingepackt. Bis bald.